Komm, ich hab eh gemacht. Nee, hatte ich nicht vor. Ja, hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay. Kommentar auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr Medal of Honor I Falafel. Ich weiß nicht, ob die Map wirklich so heißt. Die heißt, glaube ich, irgendwie I Falafel Malafalalalgrüns. Auf jeden Fall kann ich es nicht aussprechen, deswegen I Falafel. Kampfeinsatz, ganz normal. Das letzte Medal of Honor Video, was die Tagereihe rauskommen wird, denn ab morgen wird mein Upload-Kalender losgehen. Das heißt, morgen wird sehr, sehr, sehr viel Black Ops 2 auf meinem Kanal laufen. Mit sehr, sehr viel meine ich wirklich sehr, sehr viel. Also so bis zu 10 Videos. Und ich werde gleich auch erklären, wie alles funktionieren wird und wer mir gerade in den letzten 2 Minuten noch die Rettung gegeben hat, dass das morgen überhaupt klar geht. Alles fängt damit an, dass ich heute Morgen ganz normal mein Paket bekommen sollte, weil ich es ja sehr gut versandt mit bei Rexcam hatte es und sie mir gesagt haben, du bekommst auf jeden Fall am Samstag oder Montag. Und ja, heute Morgen um 7.41 Uhr wurde mein Black Ops 2 ins Auto geladen und war auch alles gut, dufte. Das heißt, es wird heute um 11 Uhr bei mir angekommen und um 7.44 Uhr hat der Typ das wieder aus der Karre rausgeworfen. Keine Ahnung, warum er angeblich soll das Auto voll gewesen sein. Kann ich mir bei so einer Black Ops 2 Hülle irgendwie nicht vorstellen. Das Paket ist ja 10 cm lang und 3 cm hoch. Da weiß ich ja nicht, das kann er sich theoretisch auch unter der Mütze schmieren. Ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall kommt das Spiel jetzt nicht an. Mein Black Ops 2 kommt erst morgen und ich war eben da. Das gleiche Video auf dem gleichen Gameplay eben auch schon aufgenommen und ich war richtig am Ragen, ich war am Ausrasten, am Beleidigen, musste glaube ich dreimal aufnehmen, weil ich so harte Schimpfwörter gegen die Postboten da eingebaut habe. Deswegen habe ich es jetzt nochmal, dann wollte ich es hochladen und hab ich nochmal einen Clan-Member gefragt, der Schule hat, ich habe leider keine Schule, habe ich gefragt, kann ich eigentlich deinen Account nutzen und es ist nicht mal ein wirklicher Member von uns, sondern Trial-Member seit 3-4 Tagen. Und auf jeden Fall danke an dich, Powerwings, dass du so ein Vertrauen in mich hineinsteckst, dass du, obwohl du mich erst 3 Tage kennst, mir deinen Account theoretisch für eine Nacht überlässt. Das heißt, weil er mir seinen Account leiht, den habe ich ab heute Abend 22.30 Uhr, kann ich ab da schon anfangen, Black Ops installieren und direkt auch anfangen zu zocken, denn über VPN kann man jetzt schon spielen. Und werde dann wie gewohnt den Upload-Kalender hochstellen. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Das heißt, ich werde um 0 Uhr anfangen zu zocken, werde die erste Runde Live-Commentary aufnehmen, werde es direkt hochpauken, werde dann noch 2-3 Multiplayer-Gameplays aufnehmen, ein paar live, ein paar nicht live, werde die fertig kommentieren, fertig rendern und dann in die Spalte packen, alle 1,5 Stunden hochladen oder 2 Stunden. Nebenbei werde ich dann Zombie-Modus ballern und werde auf jeder Zombie-Mode-Map bzw. der Transits-Map versuchen, 3-4 Stunden Zombie-Modus aufzunehmen. Das wird in 20 Minuten bis halbe Stunden Parts hochgepaukt und viele Leute sagen jetzt bestimmt, alter Steffen, was machst du so für eine Arbeit, beziehungsweise warum willst du morgen so viel hochladen, es guckt doch eh kein Schwanz. Und für mich ist es einfach so, die Zeiten zu den neuen Call of Duty teilen, also das heißt immer am Release-Tag, sind die Zeiten, wo man, wenn man mal ehrlich ist, am meisten mal Abonnenten machen kann. Das heißt, viele Leute, die das Spiel noch nicht haben, genau wie ich zum Beispiel, weil ich bekomme es ja Gott sei Dank vom Kumpel dann, beziehungsweise andere Leute, die es erst gar nicht kaufen wollen oder sich erst einen Tag später es bekommen, die sehen dann vielleicht mal meine Videos, werden dadurch aufmerksam und gucken mich dann den ganzen Tag, weil ich so viele Videos hochlade. Und erstens macht es mir Spaß, zweitens kann ich vielleicht dadurch ein paar Abonnenten für mich erreichen und endlich mal mein Abo-Stau, den ich da habe, versuchen ein bisschen wegzukriegen, dass man auch ein paar Abonnenten dazu bekommt. Das wäre auf jeden Fall ein cooles Feature. Und ja, genau deswegen mache ich es und einfach zur Unterhaltung von den ganzen Leuten. Das heißt, ihr werdet sehr, sehr viel Videomaterial von mir bekommen, was ich hochladen werde morgen und ich hoffe, das ist auf jeden Fall okay für euch. Und wenn es halt keiner guckt, dann guckt es halt keiner, wenn ich mal so sagen würde. Aber die 10, 20 Aufrufe pro Video kriege ich bestimmt und dann bin ich glücklich, der Rest ist mir egal. Und wenn ich natürlich dann pro Video irgendwie 200 bis 1000 Aufrufe habe, wäre es richtig nice, wenn das natürlich dann viele Leute gucken. Deswegen werde ich es einfach ausprobieren. Das Gameplay ist jetzt noch nicht vorbei, ich wüsste jetzt aber gar nicht, was ich noch erzählen sollte.
Das Einzige, was ich erzählen kann, ist natürlich, was ich gestern das Video mit Activision hochgeladen habe. Wie soll ich sagen, das ist nicht unbedingt ein Fake oder so, sondern Activision hat einen kleinen Bug gehabt. Das heißt, Activision, das war kein Bug, Tio hat es erklärt, sie haben für die deutsche AT- und CH-Version, haben sie, also Schweiz, Österreich und Deutsch, haben sie ein Videospiel fertig gemacht und haben dann das UK oder das US, haben sie dann einfach an die USK geschickt und weil sie gedacht haben, das kommt eh nicht durch ihr USK, haben sie direkt schon ihre andere Version fertig gemacht, ihre deutsche, die geschnittene, und haben die schon pressen lassen. Und dann hat auf einmal die USK gesagt, nö, das Spiel ist okay, ihr könnt das bei uns einsetzen bzw. verkaufen. Wir haben da kein Problem mit, weil seit Gears of War und Red Dead Redemption und sowas, da sind die da wieder relativ normal, also es geht eigentlich. Und das heißt, sie haben heute bzw. gestern schon Uncut-Patch hinterhergereicht und man kann es jetzt auf jeden Fall auch komplett Uncut spielen. Der Patch downloadet sich direkt dabei bei Xbox, PS3 und PC, downloadet er sich direkt mit und dann ist es komplett Uncut. Ja, was kann ich noch sagen? Sonst habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Das heißt, heute Nacht für die Leute, die keinen Black Ops haben, aber gerne ein Video sehen müssen, ich werde um 22.30 Uhr installieren. Mit meiner 50.000 habe ich so um 11 Uhr fertig, halb 12, und werde dann direkt das erste Spiel aufnehmen. Das heißt, mit viel Glück könnt ihr damit rechnen, dass bis um 1 Uhr nachts heute das erste Video online bei mir steht. Und dann ungefähr alle 3 Stunden. Also erstmal, ich schätze mal um 3 oder 4 dann wieder eins. Und dann, wie gesagt, alle 1,5 Stunden oder alle 2 Stunden werden dann Videos hochgepaukt. Hoffe, es hat euch gefallen. Euer Max und Jupp, ciao. Ach komm! Wir haben Charlie! Und ich ging wieder mal negativ. Oh doch! Oh doch!